Ja, diese Aufgabe soll dich dazu motivieren, nochmal die Probe zu machen. Wenn du jetzt ein lineares Gleichungssystem hast, und das ist die erste Gleichung und das ist die zweite Gleichung und das hier ist deine Lösung, dann sollst du immer nochmal überprüfen, ob diese Lösung stimmt. Beziehungsweise, wenn du dir nicht ganz sicher bist, würde ich das machen, weil klar, es nimmt auch Zeit und in der Klassenarbeit hat man eben nicht so viel Zeit. Aber wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann lohnt sich das. Das hier ist die X-Koordinate, die steht immer als erstes. Und als zweites steht hier die Y-Koordinate. So, da setzen wir jetzt einfach mal in die erste Gleichung hier ein. Da haben wir 15 mal 13,5 plus 45 mal minus 1,5. So. Und da sollte 135 rauskommen. Schauen wir mal, ob das stimmt. 15 mal, ich tippe das mal eben ein. Mal 13,5, da kommt hier raus 202,5 mal, nee, Quatsch, nicht mal, plus und dann 45 mal sind 67,5, sind also plus minus 67,5. So. Da haben wir jetzt hier die 0,5 löst sich da hinten auf, die 7, da löst sich die 7, davon lösen sich zwei Einheiten auf, 65 passt, 135. Wunderbar. Das heißt, dieses erste Paar, da hätte man dann richtig gerechnet. So, du kannst dir schon vorstellen, wie man das dann jetzt hier weitermacht. Ach nee, Moment, hierbei sind wir noch gar nicht fertig. Wir müssen uns natürlich das hier noch nehmen. Dieses Wertepaar muss natürlich auch in die zweite Gleichung reinpassen. Also 12 mal das y sind 13,5 plus 12 mal minus 1,5. Und das müssten laut Rechnung 144 sein. So, 12 mal 13,5, das kann man im Kopf nicht machen. Wenn, dann musst du schriftlich machen. Da kommt hier 162 raus. Plus, und dann hat man hier 12 mal 1, minus 1,5. Das kann man schon mal im Kopf machen. Aber wenn es genau werden soll, dann am besten auch schriftlich. Minus 18 kommt da raus. So, wenn ich das jetzt hier gedanklich mal abziehe, komme ich genau auf 144. So, also passt das auch. Somit kann man hier einen Haken hinter machen, hier einen Haken bezüglich dieses ersten Wertepaars. Also das stimmt, das können wir einmal umkreisen. Das passt soweit. Du weißt schon, worauf das hinausläuft. Das macht man jetzt genauso mit den anderen beiden Wertepaaren auch. Ich kann dir aber sagen, wenn du das jetzt gemacht hast für B und für C, dann müsstest du eigentlich rausbekommen, dass dieses hier nicht klappt und dass das hier auch nicht klappt, dass man sich da dann, wenn man das jetzt Lösung gehabt hätte, verrechnet hätte. Cmx plus 0,15 und dann minus 7,5 x ist gleich 0. Jetzt macht es erstmal Sinn, das Ganze einmal auszumultiplizieren. 0,5 mal 10x sind einfach 5.